Frau Scher, Sie haben mehr als 17 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing und Vertrieb und bereits bei renommierten Unternehmen gearbeitet. Warum der Schritt in die Selbstständigkeit? War das eine spontane Idee oder haben Sie das schon immer geplant? Nee, schon immer geplant habe ich das nicht. Das war eigentlich der Idee geschuldet, weil wir zusammen die Idee hatten und so begeistert waren von der Idee, dass wir gesagt haben, das wollen wir jetzt ausprobieren, wollen wir machen. Und ich wollte dann halt auch mal was Eigenes gestalten, was Eigenes machen und das einfach diese Idee umsetzen. Imari trägt bewusst die Stadt Berlin im Firmennamen und ihre Schuhe werden in Europa produziert. Was macht Ihrer Meinung nach den Standort Deutschland so attraktiv gegenüber zum Beispiel den USA? Deutschland ist ein sehr großer Markt und auch wird immer mehr fashion-orientiert, also ist ein wichtiger Markt im Fashion-Bereich geworden. Und was aber Deutschland auch ausmacht, ist der Qualitätsstandard und die gute Qualität. Und für uns war es wichtig, dass wir einen europäischen Produzenten finden, der sitzt im Übrigen in Portugal, weil wir die hohe Qualität für uns wichtig war und auch eine gewisse Nachhaltigkeit, also nicht zu weite logistische Wege, sondern wir wollten hohe Qualität und in einem großen Markt. Sie sind erst relativ spät zur Gründerin geworden. Inwieweit sind Sie mit anderen Entrepreneuren und Gründern vernetzt? Wie schätzen Sie das Startup-Netzwerk hier in Deutschland ein? Wir haben relativ viele Beziehungen zu Startups, die wir kennengelernt haben, auf verschiedenen Pitches, auf verschiedenen Events. Ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist. Wir tauschen uns auch regelmäßig aus. Der eine ist ein bisschen weiter schon vorangeschritten und kann Ratschläge geben oder auch aus verschiedenen Bereichen können Dinge übertragen werden. Noch wichtiger allerdings finde ich die Beziehung zu verschiedenen Leuten, die auch verschiedene Dinge schon mal gemacht haben, zu Leuten, die früher ganz früh schon Unternehmen gegründet haben oder ähnliche Unternehmen haben und die einfach auch ansprechen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ich bin jetzt nicht so ein Verfechter davon, mich auf sämtlichen Start-up-Events rumzutreiben. Ich denke, es ist wichtig, dass man welche kennt und wissen muss, wen man fragen kann. Denken Sie, dass Ihre Idee oder Ihr Konzept zum Beispiel im Silicon Valley in Kalifornien genauso gut oder vielleicht sogar besser hätte umgesetzt werden können als hier in Deutschland, weil dort auch so eine hohe IT-Kompetenz vor Ort ist? Die Idee ist ja nicht so sehr eine technisch oder IT-getriebene, innovative Lösung. Ja, der Konfigurator ist sehr, sehr anspruchsvoll und unsere Agentur Superreal hat es auch super umgesetzt zusammen mit ArcSign, den Konfigurator entwickelt in knapp anderthalb Jahren. Ich denke nicht, dass im Silicon Valley, klar, wenn sie mehr Leute dran setzen, geht es natürlich auch immer schneller, aber ich glaube nicht, dass das wesentlich besser gewesen wäre. Und die Sache ist eben, ein wichtiger Teil unseres Produktes sind eben die Schuhe. Und die Schuhe in Amerika ist der Qualitätsanspruch eben nicht so hoch wie in Deutschland oder in Europa und auch das Handwerk nicht so traditionell. Und deswegen glaube ich nicht, dass es da besser oder schneller oder gegangen wäre. Nee. Okay, zuletzt, gibt es irgendwelche Lessons learned, die Sie unseren oder auch anderen Gründern vielleicht mit auf den Weg geben wollen? Irgendwelche Fehler, die Sie vielleicht nicht machen sollten? Zwei Dinge eigentlich. Erstens, ich würde immer jeden anrufen, wenn man Rat haben will, den man auch nur im Entferntesten kennt. Also keine Scheu vor großen Namen, also einfach Telefon in die Hand nehmen oder E-Mail und einfach mal nachfragen, ob derjenige anderthalb Stunden Zeit hat, einem einen Rat zu geben. Wenn es ein Mensch ist, von dem man glaubt, was lernen zu können. Die Leute sind unglaublich bereit und ganz offen, Ratschlag zu geben und weiterzuhelfen und sind eigentlich auch dankbar, dass sie diese Ratschläge weitergeben können. Also wirklich, egal wen, einfach versuchen anzurufen.
Und das Zweite ist, wenn man angewiesen ist auf Geld und Investoren sucht, sollte man sich rechtzeitig darum bemühen und überlegen, wer zu einem passt. Denn was wir gelernt haben, ist, dass Investoren nur in Dinge investieren, von denen sie selber Ahnung haben und was sie selber vorher gemacht haben. Also ein IT-Spezialist wird niemals in Schuhe oder Schokolade investieren, sondern eher in Software und so weiter. Das muss man sich vorher überlegen, wen man da zu Rate zieht oder wen man fragt. Und auch da ganz, ganz breit aufstellen, also von den verschiedenen Crowdfunding-Plattformen über öffentliche Gelder, über definitiv Investoren, Business Angel, sofort alles anfangen und nicht eins nach dem anderen. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Gerne.